Hallo, liebe Leute. Ich will mal was Neues ausprobieren. Und zwar ein Motovlog. Genau. Ich fahre durch die Gegend und laber dabei um das Zeug. Ja, und was will ich euch zeigen? Ja, ich werde über meine erste Polizeikontrolle heute sprechen. Und bevor ihr mit so viel Erwartungen das Video anguckt, nein, hier ist kein Video von der Polizeikontrolle drin. Die Kamera war ausgeschaltet zum Zeitpunkt, beziehungsweise in meiner Jackentasche. Und damit es ein bisschen authentischer wirkt, fahre ich da zum Ort des Geschehens mal hin. Oder zurück. Wie auch immer. Ach, fahren die langsam, das hätte ich klappen können. Die wollen auch dahin, wo ich hin will. Also. Vielleicht kommt die Polizei heute doch noch. Also hier auf der Strecke sind 3 oder 4 Kurven. Das heißt, man kann hier wunderschön Kurven fahren. Also bin ich mit einem Kumpel hier hingefahren. Und habe mit ihm hier Kurven geübt und andere böseartige Dinge. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ihr könnt euch auch einen Teil dazu denken, was ich gemacht habe. So, und wir sind hier ungefähr eine Stunde und üben hier Kurvenfahren und diese anderen bösen Dinge halt. Ich glaube nicht, dass man das hören kann, was ich hier sage. Und dann kommt irgendwann, also es fahren jede Menge Autos uns vorbei. Wenn Autos gekommen sind, sind wir rechts rangefahren, wir wollen ja niemanden behindern. Was wir aber nicht gemerkt haben, dass mindestens 4-mal an uns ein schwarzer BMW mit einem Münchner Kennzeichen vorbeigefahren ist. Die Kollegen der Zivilpolizei. Es ist wahrscheinlich auch nicht gerade die berauschendste Idee, das Ganze in der Nähe eines Flughafens zu machen, weil hier ist ein Flughafen. Was hast du da vorne für Probleme? So, das in der Nähe eines Flughafens zu machen. So, und wir wollen schon wieder wegfahren, nach Hause fahren, weil es wird dunkel. Also damals wird es dunkel. Und wir stehen am Straßenrand und quatschen. Auf einmal. Los, fahrt rein. Ich will nicht mit euch fahren. Auf einmal fährt wieder dieser schwarze BMW mit Münchner Kennzeichen an uns vorbei. Aber zieht auf einmal auf unsere Fahrspur. Dann geht vorne das blaue Licht an. Und ich dachte mir nur so. Ja. Da haben sie uns erwischt. Da habe ich nur gehofft. Hoffentlich sprechen die uns nicht auf diese Dinge an, die wir da getan haben. Oder die ich getan habe. Haben sie zum Glück nicht. Sie haben gesagt, sie wollen nicht, dass das hier ausartet mit dem ganzen Rumgefahren, dass hier nicht, weil MotoGP geht wieder los, hat er gesagt, der Herr Wachtmeister, weil MotoGP geht wieder los. Was machst du da? Verunsichere mich nicht. So, und wir wollen nicht, dass das hier ausartet mit dem Fahren, dass hier nicht mit 200 Wachen durch die Gegend geballert wird. Dann meinte er einmal Fahrzeugschein, Führerschein, bitte. Sag gut, alles in Ordnung. Also die wollten, das war eigentlich eine ganz normale Routinekontrolle, nur dass es halt Polizisten der Zivilstreife waren. Die waren aber uniformiert mit Schusswaffe und alles. Und ich kann übrigens Rechtskurven besser fahren als Linkskurven, fällt mir ein. Also wenn ich mich hinschmeiße in den Kurven und das ist drauf, also das ist sehr gut und schlecht, ne? Ich verletze mich, Bike geht kaputt, aber ich hab's auf Video. Gott, oh Gott, bin ich ein Schlimmer. Also dieser schwarze Audi macht mir auch Sorgen. Aber ich glaube mal nicht, dass das Polizei ist. Und im Taxi kommen sie erst gar nicht.
ich hatte ja auch mal vor einem Monat oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, eine Begegnung mit einem Reh. Aber das war zum Glück in einem Gewerbegebiet und ich bin dann nur 30 gefahren, also alles gut. Mir fällt auf, dass ich heute gar keinen limitierten Kulubu-Hoodie anhabe. Das ist ein Skandal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist echt schwach. Genauso schwach wie von Instagram mir meine Reichweite wegzunehmen. Normalerweise haben meine Fotos auf Instagram... Ist er kaputt? Oder was ist los? Also, normalerweise haben meine Fotos auf Instagram eine Reichweite von 2000, 3000, vielleicht nochmal 4000. Aber seit 2 Wochen oder so kriegen meine Fotos nur 500, 400, 300, 200 Aufrufe. Also, es ist um 90% zurückgegangen. Keine Ahnung warum. Ist alles sehr traurig. Ich meine, so macht so keinen Spaß mehr. Normalerweise so 250, 300 Likes. Jetzt nur noch so 70, 80. Also. Also müsstest mal Blinkerwasser auffüllen, Herr BMW-Fahrer. Na gut, das ist für BMW-Fahrer normal, dass sie nicht blinken. Ach, guck dir mal die ganzen Container hier an. Da ist der ganze Gammel drinne, den wir in fernen Osten bestellen. Hier stinkt's. Pfui Teibel. Hier stinkt's. Pfui Teibel.